Hallöchen ihr Lieben zu einem neuen kleinen Horror-Let's Play. Wir schauen uns Welcome to the Game von Reflect Studios an. Es hat ein ganz besonderes Gameplay und ich würde auch sagen, wir gehen einfach mal zusammen in ein neues Spiel. Ich hatte mir nur das Tutorial schon mal angeguckt, damit ich nicht völlig ahnungslos hier reingehe. Ja, auf jeden Fall. Wir werden das mal überschreiben. Red Room, ein versteckter Service des Deep Web, in dem man sehen und teilnehmen kann an interaktiver Folter und Mord. Das hört sich ja mal gar nicht gut an. Also wir haben hier unseren PC und da kommt auch schon ein Skype-Anruf und wir spielen das Tutorial mal nochmal, damit ihr alle wisst, worum es hier geht. Hey, yeah, so, are you sure you want to do this? The Deep Web is full of fucked up shit, even worse than Red Room. There are some things you can't unsee. Okay, wir sind also im Deep Web auf der Suche nach einem Red Room, also diesem Raum, in dem man an Folter und Mord teilnehmen bzw. ihn beobachten kann. Aber Adam sagt, ja, überleg dir das gut, ob du das wirklich willst. Don't say I didn't warn you. Deep Web is like a giant maze. There is no search engine. So you have to do some exploring to find what you were looking for. Okay, also sowas wie Google gibt's nicht. Wir müssen halt wirklich von Link zu Link uns vorarbeiten. Okay, zwei Programme haben wir zur Verfügung stehen. Einmal Anne und die Notizen. Okay, das ist quasi ein Superbrowser, also sowas wie Firefox nur fürs Deep Web. Okay, da machen wir halt Notizen in dem Blog. What you are looking for are 8 hidden keys in the deep web. Not all sites have them, but some do. You have to explore each page, click the links, and see what you discover. The hidden key looks like this. Genau, nach denen hier suchen wir also auf den Webpages und er hat uns schon mal hier so eine Wiki-Seite hinterlassen, durch die wir uns durchklicken können. Each key contains an order number associated with them. This is important. Once you have found all 8 keys, you have to type out the complete key in order. This will provide you with the Red Room's URL. Okay, das ist also die URL dann am Ende, wenn man das zusammenstellt. Ah, okay. Und hier schreibt man die halt alle auf, ne? Weil sonst würde man die ja wieder vergessen. Naja, ich könnte sie wahrscheinlich auch auf ein echtes Blatt Papier schreiben, aber ich werde sie da in den Notizen dann niederschreiben. Hier oben. Genau. Manche Webseiten sind gar nicht da, also gar nicht erreichbar zu bestimmten Uhrzeiten. Genau, wie viele Tage schon vergangen sind. Das heißt, dass wir tatsächlich uns hier die Nächte um die Ohren schlagen auf der Suche nach dem Red Room. Mann, da sind wir aber echt verdammt krass auf der Suche nach. Wir wollen unbedingt Folter und Mord erleben. When you explore the deep web, you're exposed to hackers. These hackers will attempt to hack you, but don't worry. I went ahead and installed some tools to prevent this from happening. Also, wir werden leider gehackt werden, aber zum Glück hat er ein paar Tools hier installiert, mit denen wir uns zur Wehr setzen können. That happened to you while you browse the deep web. The first one being a denial of service attack, or better known as a DOS attack. Okay, das eine ist ein DOS attack. When a hacker attempts to DOS you, you will be prompted with a DOS blocker tool to try and block the attack. You simply just have to click the action nodes in the puzzle and redirect the traffic to the exit node. This prevents the packets from flooding your system. You have to activate all of them though. If you don't, you will get hacked. Pro tip, you can hold the middle mouse button to speed up the process. Okay, das habe ich jetzt gar nicht übersetzt, weil wir kriegen gleich ein Beispiel, um uns das einmal anzuschauen, wie das funktioniert. Ja, so sieht halt eine Attacke aus. Von einem Hacker, aber dann wird unser DOS-Blocker geladen. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, das hier umzuleiten. Seht ihr das? Und dann, wumm, dann haben wir quasi den Hack blockiert. The second type of attack that can happen to you is a kernel attack. Hackers will try to corrupt your kernel and prevent you from using your system. Just like the DOS blocker tool, I went ahead and installed the kernel compiler tool for you to fix the corrupted code.
With this tool, you simply just have to type what you see on the screen. Oh, okay. Now I will launch a kernel attack on you. Genau, jetzt kommt ein kernel attack. Ready? Das ist quasi der andere Hack, der uns zustoßen kann. Und da müssen wir einfach nur schnell abtippen, was uns vorgegeben wird. Oh Gott, das wird so stressig werden. Okay, hier zum Beispiel include, oh Gott, IO stream und dann nochmal include studio H. Und da habt ihr oben schon gesehen, aber auch eine Uhr, ne? Also wir haben nicht unendlich Zeit. You're now ready to explore the deep web. Oh, wait a minute. There's one more thing I forgot to mention. This is just an urban legend, so I'm not sure if it's true or not. But they say, the farther you get into the deep web, there is kidnappers that will try to locate and kidnap you. Genau, also er meint, das wäre nur eine urbane Legende, aber angeblich, je tiefer man vordringt in das Deep Web, desto wahrscheinlicher ist, dass es so Kidnapper gibt, die versuchen, dich zu kidnappen, also dich zu finden und zu kidnappen. So be on the lookout for this. If you think someone is tracking you, just turn all the lights off and be quiet. Don't say a word. When you think the coast is clear, turn the lights back on. Genau, also wir können tatsächlich hier die Lichter ausmachen in unserem Zimmer. Well, once you zoom out of the computer mode by hitting the right-click button, hit the A, S, D keys to look around and click on the light switch behind you. Genau, wir können hier so rausgehen. Dann können wir uns so ein bisschen umschauen und umdrehen. Und da ist halt das Licht. Und dann könnten wir hier ganz still sitzen. Aber das wollen wir jetzt nicht. Ich weiß auch leider noch nicht, woran man denn erkennt, dass irgendwie ein Hacker in der Nähe ist. Oh, ich glaube, er hat sich schon verabschiedet. Na, das ist ja nett. Er hätte ja mal wenigstens noch was sagen können. So, hier haben wir also diesen AN-Browser, Anonymous Node Network. Und okay, das sieht doch ganz gut aus. Ja, und das sind die ganzen Deep-Wiki-Seiten. Wenn wir welche finden, dann kann ich jetzt nicht die ganzen Texte oder so übersetzen. Okay, da zum Beispiel können wir keinen Kontakt herstellen, weil wir dafür einfach keine Zeit haben. Wir müssen nach diesen Codes suchen und uns darauf möglichst konzentrieren, dass wir die entdecken auf den Seiten, die wir tatsächlich finden. Und halt hoffen, dass wir ein paar interessante Dinge finden. Auf jeden Fall, die Seitennamen sind ja schon sehr vielversprechend. Cannabis World oder Bathroom Camps. Billige Zigarren. Ja, und da müssen wir jetzt einfach ein bisschen durchklicken, ne? Chosen Away. Kann halt auch sein, dass es zu einer anderen... Du wurdest auserwählt, du warst schon immer wach. Suche und du wirst finden. Okay. Mach weiter mit deiner Suche. Ja, das ist halt jetzt... Oh, Moment. Hä? Okay, ich glaube, auf dieser Webseite ist definitiv etwas versteckt. Aber ich weiß noch nicht... genau was. Und ich weiß nicht genau, wie wir es finden. 432? Oh mein Gott, habe ich mich erschreckt. Ach du Schande. Okay, wir wurden gehackt. Mal gucken, wie wir gehackt wurden. Okay, Kernel Complier. Alles klar. Ach so, ich darf noch nicht. Alles klar. Hack wurde blockiert. Wir müssen ein bisschen schneller machen. Ich weiß halt nicht. Ich denke, dass man hier an bestimmten Stellen wahrscheinlich drücken kann. Oh Mann. Ich habe keine Ahnung. Okay, ich weiß es nicht. Vielleicht muss man hier auch an einer bestimmten Stelle... Hier sind vier... Hä? Oh, das war wohl richtig. Aber wie geht's weiter? Und ist die Lösung dieses Rätsels nur hier oben oder kann das auf der ganzen Seite sein? Aber das kann doch nicht so kompliziert sein, oder? Um einen Code herauszufinden? So kompliziert? Ernsthaft? Das ist ja ein bisschen unfair. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier über alle... Kreise fahren soll mit dem Zeiger oder ob das total bescheuert ist, das zu machen. Hier nochmal. Kein Plan, ich weiß es nicht.
Aber es ist bestimmt Teil eines Rätsels. Aber ich gehe jetzt erstmal zurück, weil hier kommen wir nicht weiter. Klick, klick, dead. Das hört sich ja auch nicht schlecht an. Da kommt nichts. The Cotton Road. Oh, das lädt ganz schön lange. Oh, Drogen. Drogas. Oder ist hier irgendwo ein Hinweis? 10 Gramm. Oh, hier sind so viele. Woher soll ich wissen, wo möglicherweise. Kann ich Login? Kann ich Go machen? Nee. Was sieht denn nach einem Roger Dodger, Dodger Stimulanzien? Nee, da komme ich nirgendwo hin. Prescription, Precursors, Other. Vielleicht unter Other. Nee. Okay, ich weiß nicht. Da kommen wir vielleicht auch noch irgendwo hin. Darkbook, das dunkle Buch. Double Up. Da ist leider auch nichts. Family Drug Shop hört sich auch nicht schlecht an. Unser familiengeführtes Unternehmen? Oh, tatsächlich. Take a look below Family Needs. Products about us. Buy now. Aber da komme ich doch bestimmt auch wieder ins Nirgendwo. Ich weiß halt nicht. Vielleicht muss man auch Crack, Speed. Drei! Da! Tatsächlich! Wir haben, glaube ich, eins. Drei. 4909. Ist das geil? Geil. Wir haben eins. Okay, also vielleicht muss man doch nicht so tief hinein. Auf der Seite haben wir ja jetzt tatsächlich schon eins gefunden. Ah, verdammt. Mann, wie findet man nur auf der anderen Seite da? Da ist irgendwas mit diesen Kreisen und da. Das hat aber nichts mit hier zu tun, oder? Das ist schon der Computer, oder? Oh Gott, ich hasse diese Seite jetzt schon. Bilder. Contact links. Contact? Nee. Ich will hier nicht sein. Das ist mir unangenehm. Das finde ich gruselig. Hail Satan. Hidden Cams. Da ist natürlich nix. Hidden Questions? Okay, versteckte Fragen. Illuminati, yay! Illuminati confirmed. Oh. Hic fitus et phaeton curus agria patrini. Was auch immer. Aber zu sehen ist hier eigentlich nichts. Außer hier ist auch irgendwo was versteckt. Aber ich drücke hier drauf und finde nichts. Es ist immer noch Tag 1. Oh, New YouTubers. Ob die Seite je on ist? Okay, das geht auch wieder nicht. Was? Das ging zu schnell, das konnte ich gar nicht richtig lesen. Buddy Dollar. Auch hier ist nichts. Take the woman? Oh, Deep Web Outlaw. Was ist das? YouTube kommt Takedown Man. Sites taken down by Takedown Man. Oh krass, okay. Das sind wirklich sehr viele Seiten. Ist vielleicht irgendwo in der Mitte aber ein Code? Ich sehe eigentlich keinen. Search, Lurk, Destroy, Carpe Noctem. Deep Web Outlaws. Okay. Ich habe jetzt keinen Code gesehen, aber er hat echt viele Seiten zerstört, scheinbar. Okay, die Seite geht zum Glück nicht. Das war nämlich nicht sehr verlockend. Oh, okay, The Butcher. Hört sich auch nicht gut an, der Metzger. Okay, Hanging, Bleeding, Köpfen, Haut abziehen. Was hätten wir denn gerne? Oh je. Ich sehe hier nirgendwo im Text irgendwas über. Nee, ich sehe hier nichts. Und das geht wieder nicht. Zum Glück werden wir nicht so oft attackiert. Oh Gott, ich darf das nicht so laut sagen. Dann passiert direkt eine Attacke. Okay, Warehouse 33. Oh. Okay, manche sind besser als andere Menschen. Wie toll. Warehouses mit 20 Testsubjekten jeweils. Das ist ja gruselig. Hier sind ja nur vier Links. Die gehe ich mal ausnahmsweise alle durch.
Dann können wir vermutlich ausschließen, dass da ein Code zu finden ist. Okay. Nee, Sonst sehe ich wirklich nichts, was wie ein Code aussieht hier. Aber dann sind wir ja am Ende angelangt, ne? Dann, nee, Wheat Post haben wir noch. Aha, The Fire. Was haben wir denn hier? Roger Dodger. Vielleicht sollten wir bei dem anderen auf Roger Dodger gehen. Oder auf The Fire. Oh, verdammt, ey. Ich erschrecke mich sowas von bei diesen Attacken. Oh. Okay, Kernel. Oh, krass. Oh, das ist krass. Gleich 0. Was? Gleich. Ach so. Ja, ich weiß. Oh Gott, stress mich nicht so. Wo ist Plus? Wo ist diese komische? Wo ist das? Ich habe das hier gar nicht auf meinem. Wo ist das? Ach, da! Oh Gott, wie bin. Oh. Okay. Oh Gott, ich werde ein bisschen gestresst. Oh, okay, jetzt weiß ich zumindest, wo dieses komische Symbol ist. Okay, The Fire oder Roger Dodger? Ich guck mal hier einmal. Nee, geht nicht. The Fire und Roger Dodger. Wir gucken mal ganz oben jetzt. Welches war denn das? Hier, Cannabis World. Ach, jetzt komme ich da nicht hin. So ein Mist. Mal gucken. Dann schauen wir mal bei denen, die vorher auch nicht gingen. Weil es jetzt später ist, wenn wir hier draufklicken. Bathroom Cams. Cheap Six. Chosen Awake. Click, click, dead. Was ist mit Click, click, dead? Nee, halt, das hatten wir schon, oder? Nee, hatten wir nicht. Oder hatten wir und ich kann mich nicht erinnern. Wo ist denn das mit diesen komischen Kreisen? Kommen wir da denn noch mal hin? Das wäre ja ganz interessant eigentlich. Ich wurde gekidnappt. Ich habe nichts gehört oder mitbekommen. Okay, ich wusste nicht, dass man sich so aktiv umschauen muss, scheinbar. Krass. Das ist ja fies. Da habe ich mich doch gut angestellt. Fand ich jedenfalls. Ich bin gut gegen die Attacken jedenfalls vorgegangen. So, das brauchen wir ja nicht nochmal. Damn. Das ist jetzt natürlich weg. Okay. Direkt an Tag 2 gestorben. Ist ja deprimierend. Bathroom. Ach, das sind jetzt auch andere Seiten teilweise. Naja, war ja auch irgendwie klar, ne? Muss ja irgendwie. Black Hat Post. Okay, kann mir jemand helfen? Ich glaube, hier geht es darum, dass jemand umgebracht werden soll. Oder, nee, herausfinden wollen, wer das ist jeweils. Okay. Kann ich das? Was posten? Nee, kann ich nicht. Okay. Ich glaube, hier finden wir leider keinen Code. Hoffe ich jedenfalls. Bradley West 77. Oh Mann, jetzt kriege ich richtig Schiss hier, dass da jederzeit einer reinkommen könnte. Aber zumindest am ersten Tag wird ja wohl keiner kommen, oder? Das wäre ja ein bisschen fies. Chosen Awake. Ach! Da, seht ihr? Nee, Moment. Oh, diesmal ist es anders. Ich hatte doch letztes Mal. Dann ist es wieder zurück. Hä?
Das muss einfach so sein. Und dann muss man irgendwie noch einen Kreis finden. Ist ja voll ätzend. Wie oft muss ich da denn alles abklicken? Ist ja zum Verrücktwerden. Double up, double up. Lalala. Bitte. Kidnapp mich nicht! Har, 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 har. Oh, der DOS-Blocker. Okay. Oh. So. Erledigt. Weiter geht's. Waffen. Geht leider nicht. Father Donald. Geht nicht. Flame? Flamme? Geht auch nicht. No. Vergib mir. Ah. Forgive me. Du kannst deine Sünden. Ich bin vielleicht eines Tages ein Serienkiller. Okay. Ich guck nur zur Sicherheit mal. Das hatten wir schon. Aber das hier nicht. Ich werde dich finden und dich töten. Das hatten wir. Okay, ich glaube, hier ist aber nichts Sinnvolles zu finden. Ich glaube, manchmal sind es aber neue Sachen, aber ist einfach viel zu viel. Was ist, wenn ich Confess drücke? Okay, kann ich nicht. Na gut, Hail Satan. Oh nein, die Seite hatten wir doch letztes Mal schon. Ich mag die Seite nicht. Kann ich irgendwie die Mitglieder mir angucken? Nee, ich will auch gar nicht. Nee, nochmal zurück, bitte. Mag die Seite. Da will ich nie wieder hin. Ich frage mich, woran man das erkennen soll. Dass irgendwas nicht stimmt. Sehe ich dann Schatten oder höre ich was? Ich weiß es nicht. Okay, da ist auch nichts zu finden. Mobile Market. Auch nicht. Da sind wieder die New YouTubers. Noch ist Tag 1. Passports are us. Ach so, die stellen Passports her. Pirate Hackers. Na, sag mal, diesmal funktioniert aber wirklich fast keine Seite. Arr, 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 arr. Was ist jetzt? Der DOS-Blocker, oh Gott. Was? Moment. Ja, okay. Puh. Scream, Bitch. Was haben wir da? Nix. Take down man. Ach so. Vielleicht sollten wir auch einfach nicht auf diese Seite gehen. Ich habe irgendwie ein mieses Gefühl, wenn wir auf diese Seite gehen. So als würde der wissen dann, dass wir existieren. Ich glaube, nächstes Mal gehe ich da nicht hin. Wenn ich dran denke. The Prey. Hm, okay. Ich dachte, ich hätte was gehört, aber... Oh Gott, als er sich umgedreht hat, da dachte ich, jetzt wäre es um mich geschehen. Na okay. Oh, ich dachte, da guckt jemand. Warehouse 33. Das ist nichts. Tango down. Nope. Boah, das hat ja lange gedauert. Moment, The Prey hatte ich schon. Ich muss wieder nach unten scrollen, wenn ich zurückkehre. Ist ja unpraktisch. Weed Post. Ach, hier. Hier waren wir. Aha. Oh, da! Oh mein Gott! 6 2 C 1 B. Ist ja cool. Mann, hier muss man echt aufpassen. Okay.
Hier haben wir irgendwas mit Teens. Und nochmal ganz unten gucken. Zero Day. Oh, look what we have here. Oh Gott, jede Menge Codes, Scripts, Mirrors, Dumps, Raps. Was auch immer das alles bedeutet. Okay. Zahlen. Mann, ich krieg schon richtig hier Panik, ne? Ich sehe hier aber eigentlich keine Zahlen, die wir nutzen könnten. Und Page 2 wird wahrscheinlich schon gar nicht mehr gehen. Ne. Okay, jetzt müssten wir eigentlich eher von hinten das nochmal aufrollen. Um zu gucken, ob die Seiten, die weiter unten sind, jetzt vielleicht funktionieren. Moment, was ist das da? Hier nochmal Adam. Der Red Room ist nur 30 Tage offen. Schau dir den Kalender an, oben rechts. Siehst du das? Sobald 30 ist, Game over. Okay. Ich bild mir die ganze Zeit ein, ich höre Schritte, ne? Ich drehe am Rad. Ey, ich werde noch wahnsinnig bei dem Spiel. Ich bild mir auch jetzt wieder ein, dass ich es höre. Das kann doch nicht sein, oder? Oder kann es sein? Oh, Manu. Hii! Wer bist du denn? Tango Down. Oh, das ist ein Killer. Lustig. Also, nicht lustig, aber ihr wisst, was ich meine. The results. Seit wann ist denn das Fenster offen? War das schon immer offen? Das war doch vorher nicht offen. Oder war es offen? Ich will nicht mehr. Du machst mich fertig, ho ho ho, Pipi. Oh, der DOS-Blocker schon wieder. Okay, halb so schlimm. Haben wir geschafft. War ich jetzt bei Bathroom Camps? Nee, da ist nix. Black Hat Post. Ach, hier waren wir ja schon. Ist ja auch die ungefähre Uhrzeit wie vorher. Wir müssten eher hier sowas gucken. Bei Scream Bitch. Oder auch bei Pirate Hackers. Mann, Mann, Mann. Oder halt wieder bei den Kreisen. Ich hasse den Kidnapper so sehr. Hii, och Mann, ich wollte doch nur ins Darkbook. Und schon wieder werde ich gehackt. Oh Gott, der Colonel Complier. Okay, ich bin bereit. Okay, das hätten wir auch geschafft. So, jetzt bitte ins Darkbook. Oh, und dann kriege ich da nicht mal was. Double up?
Da sind wir auch noch nie reingekommen. Ist ja jetzt eigentlich auch schon nach 12. Nein, das gibt's doch nicht. Schon wieder? Du bist echt fies. Und wieder der Colonel-Dings da. Colonel. Ach, immer. Wo ist... Okay. Oh. Ey, ich finde aber auch nichts mehr. Ich gehe nochmal kurz auf Chosen Awake. Echt, Mann, ich weiß immer nicht, ob das mein Kopfhörer ist. Ich habe irgendwas gehört. Vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich doch nichts gehört. Okay, ich finde hier leider nichts bei den Kreisen, ey. Ich bin unfähig. Oh. Okay. Then I saw a great white throne. Oh, wieso jetzt gerade? Vielleicht ist da was zu finden. Der DOS-Blocker. Okay, dann muss das... Wie? Hä? Hat geklappt, oder? Oh, aber hier ist nichts. Und hier ist auch keine Zahl. Then I saw a great... Okay. Forgive me. Ach, das war die Seite. Okay, das sind halt alles Sünden. Nee, hier unten ist auch nichts. Schon wieder. Der DOS-Blocker. Das ging ja gut. Okay, hier scheint niemand zu sein. Ja, also hier finden wir auch nichts, obwohl die Seite fast die ganze Zeit funktioniert. Ist jetzt was bei Mobile Market oder... Passports are us jetzt um 2 Uhr? Nee. Bathroom Camps, Bathroom Camps. Die Seite geht leider auch nicht. Black Hat Post. Ach, guckt mal, die Seite geht jetzt nicht mehr. Frühmorgens geht die. Also, Quatsch, frühmorgens. Ich meine, spätabends. Also, frühabends, so. Oh. Ja, ja, ich kenne die Seite inzwischen. Ich verstehe das nicht mit dieser Reihenfolge hier. Ey, wir haben einen Code bisher gefunden. Das kann doch echt nicht wahr sein. Ich bin mir übrigens mittlerweile sicher, dass das nur mein Kopf, mein Ohrstöpsel ist, der diese Geräusche macht, von denen ich glaube, dass sie da sind. Trotzdem weiß ich nicht, was eigentlich uns hätte sagen sollen beim ersten Mal, dass da was in der Nähe ist. Ich höre nämlich nichts.
Was ist denn das da eigentlich für ein Symbol? Hat das irgendeine Bedeutung? Das ist jetzt weg. Eben war es da. Okay. Vielleicht ist das ja ein Hinweis darauf, dass der da ist oder so? Oder dass er nicht da ist? Keine Ahnung. Und ich suche und ich suche und weiß nicht mehr, wo ich... Oh nein, ich hasse die Seite doch so sehr. Und die ist immer online. Ich hasse die Seite. Ich mag... Hey, da ist er! Game over. Ich glaube, ich verstehe das Spiel nicht so ganz. Also, ich verstehe es schon, aber... ich weiß nicht. Ich bin nicht so richtig überzeugt von dem Spiel. Also, ich finde die Idee mega geil. Dass man da durch das Deep Web surft und versucht, dort klarzukommen. Aber wie zur Hölle weiß ich, dass der Typ in der Nähe ist? So. Achten wir mal auf dieses Geräusch. Quatsch, auf dieses Symbol. Diesen komischen Pfeil. Vielleicht deutet er darauf hin, dass er gerade kommt. Und man dann das Licht ausmachen sollte. Gucken wir mal. Ich versuche darauf zu achten. Ich denke ja die ganze Zeit... Okay, aber wir beginnen ja jetzt auch eine neue Runde. Da kann es ja sein, dass diesmal hier was tatsächlich versteckt ist. Aber ich würde sagen, es ist hier nichts. Okay. Cannabis World. Nope. Oh nein. Gerade bei den billigen Zigarren. Ich wusste es. Oh, der DOS-Blocker. So. Kein Problem für uns. Und jetzt aber zu den billigen Zigarren. Ach nö. Ich hasse diese Seite. Die nervt mich einfach, weil ich nicht weiß, was das Spiel hier von mir will. Reject, embrace, love, continue your search, look, listen. Seek and it will be found. Ja. Vielleicht ist es auch gar nicht. Keine Ahnung. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass man da so viel Zeit... Oh Gott, click, click, that hört sich auch überhaupt nicht gut an. Double up. Ich frage mich, ob man manche Seiten überhaupt jemals erreichen kann. Eure Firearms. Wieder die Flamme. Ich achte jetzt immer da oben rechts drauf, ob dieser komische Pfeil erscheint. Und wenn der erscheint, dann werde ich sicherheitshalber... Das geht ja nicht, ne? Nee. Ich guck nochmal. Ja! Also erscheint hier manchmal einer. Das ist halt wahrscheinlich zufallsbedingt, ob es erscheint oder nicht. Okay, weiter geht's. Grandma's Fantasy. Das hört sich auch nach einer Seite an, auf die ich wirklich nicht will. Oh nein, meine Lieblingsseite. Oh, sie ist nicht da, Gott sei Dank. Oder Satan sei Dank. Hot Burners. Aha, Waffen. Okay. Ich sehe leider keine Angabe, die uns irgendwie helfen würde. Okay. Was ist, wenn ich auf Buy Now drücke? Nee, geht nicht. Okay. Dann geht's weiter. Is evil. Oh je, es hat so lange geladen, da dachte ich schon, es wäre so eine Seite voller Ton und Bild. Oh. Oh Gott. Möglicherweise ist da was mit drin, aber wird das jetzt echt von mir erwartet, dass ich das entdecke? Das ist ja ein ewig langer Code. Oder wiederholt er sich? Ich glaube eigentlich nicht. Okay. Mag ich nicht die Seite. Ich spreche mich dagegen aus. Oh. Der DOS-Blocker.
gut, das war nicht so schlimm. Und der Mobile Market, der hat bisher auch nicht so richtig funktioniert. Passports are us. Was haben wir denn noch? Scream Bitch. Mann, die Seite geht nie. Steroid Queen. Und schon wieder eine Attacke. Das ging aber jetzt schnell. Harr, 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 harr. Oh, der DOS-Blocker. Ich hasse den. So. Kein Problem. Genau, da waren wir jetzt noch nicht gewesen. Wir wurden unterbrochen. Es geht aber nicht. Tango. Ah, hier ist wieder der Superkiller, ey. Ist hier irgendwo eine Zahl versteckt? Hallo. Achso, es geht nicht weiter. Doch, es geht weiter runter. Hier ist aber nichts. Ich sehe keinen Code. Ja, wenn man da drauf geht, dann kommt man immer auf eine leere Seite. Das bringt sowieso nichts. Tango down. Bla. Der Bunker. Der Metzger, den hatten wir auch schon. Aber da war, glaube ich, letztes Mal tatsächlich auch was gewesen. Das ist ausverkauft. Würde ich jetzt nicht sagen, dass uns irgendwas davon hilft. The Butcher. Da ist wieder der Metzger. Genau, das hatten wir schon mal. Auch hier sehe ich keine Hinweise auf irgendeine Zahl, leider. The Prey. Huch, da dachte ich auch eben schon. Und Warehouse, das, da kommen wir ja meistens hin. Also jedenfalls funktioniert es ziemlich häufig. Und hier nochmal die Teen-Seite. Da geht aber nichts. Okay, dann fangen wir nochmal oben an. Vielleicht haben sich jetzt gewisse Seiten geöffnet. Durch die veränderte Uhrzeit. Nein, funktioniert nicht. Oh Gott, ey. Ich hasse meine Ohrstöpsel hier, den ich aufnehme. Ich denke die ganze Zeit, jemand klopft an die Tür in der Wohnung, wo wir sitzen. Ach nee, nicht schon wieder Choose and Awake. Ich hasse diese Seite so sehr. Und wahrscheinlich muss ich aber das Rätsel da lösen, um irgendwie weiterzukommen. Ich sehe es schon kommen. Wo war ich jetzt? Hier, ne? Oh, es öffnet sich alles nicht. Eure Firearms waren wir doch schon. Da war nichts gewesen. Oh. Das ist eine wirklich mühselige Arbeit. Ja, hier haben wir ja den einzigen Code bisher gefunden. Oh nein, nicht Grandma's Fantasy. Oh, es ist 10 Uhr abends. Okay, und wir sind gerade bei der Mitte. Das ist vielleicht ganz gut. Ich überspringe Hail Satan, weil da hatten wir ja gesehen, dass da nichts ist. Ja, jetzt sind wir halt wieder hier. Ich meine, das bringt doch nichts, oder? Vielleicht das Saturday Night Special? Nee, leider nicht. Wo waren wir eben gewesen? Jetzt habe ich es vergessen. Na toll. Hot Burners, glaube ich. Harr, harr, harr. Was haben wir diesmal? Den DOS-Blocker. Hä? Okay, so. Ach so. So müsste es klappen. Okay, hat geklappt. Genau, da wollte ich hin. Ist Evil. Legion. Ach, da waren wir aber doch gewesen. Da kommt ein bisschen Musik und dann ist alles vorüber. Mobile Market. Na, 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 na. So. Passports are us. Oh. Das ist fast wie Arbeiten. Das fühlt sich wirklich ein bisschen mehr nach Arbeiten an. Wo war ich jetzt gewesen? Ich habe es leider mal wieder vergessen. Okay. Tango down. Ach so, den kennen wir doch schon. Da muss ich doch nicht nochmal hin. Ja, dich kennen wir inzwischen. Den Superkiller. Also, vielleicht ist ja doch hier irgendwas. Vielleicht muss man die Ausverkaufte auf der anderen Seite kaufen oder so?
Weiß ich nicht. Die ist ja ausverkauft. Verstehe ich nicht. The Bunker? The Butcher? Aber da waren wir. Stimmt. Da waren wir schon gewesen. The Prey? Ne. Und im Warenhaus waren wir eigentlich jetzt auch schon mehrfach. Da war immer nichts. In diesem komischen... Vielleicht Warenhaus 2? Ich glaube, da wird nichts erscheinen. Obwohl, wer weiß. Ich meine, hier ist wahrscheinlich nichts auszuschließen. Müssen wir halt nochmal von vorne anfangen, ne? Bleibt uns ja nicht viel anderes übrig. Ich hoffe, ihr schlaft nicht ein vorm Bildschirm. So, oh Gott, ist das langweilig. Wie? Hui. Nessie sie klickt sich einfach nur durch Webseiten, die nicht laden. Oh, der Kernel-Complier, okay. Ist richtig gut, wenn man die Tastatur nicht sieht, weil es hier dunkel ist. Oh, nee, das schon wieder. Das ist... Da? Ja. Int... Struppos? Konst? Oh Mann. String und... Hey... Hey, Stack. Alles klar. Bradley West 77. Das geht immer noch nicht, ne? Ne. Okay, das bringt ja dann nichts. Ich vertraue jetzt einfach mal auf diese Pfeilsache. Entweder das klappt oder das klappt nicht. Wenn ich den Pfeil sehe, dann machen wir einfach schnell das Licht aus. Auch wenn ich gerade die ganze Zeit glaube, Geräusche zu hören. Ich drehe am Rad, ey. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin soll als nächstes. Ich gehe jetzt nochmal hier hinten hin. Oh. Der DOS-Blocker. Okay. Der Bunker. Ich guck noch mal im Bunker. Oh. Ich guck jetzt mal kurz bei By Now, okay? Ist zwar nervig, aber vielleicht haben wir ja doch Glück und kommen noch auf eine Seite. Vielleicht müssen wir halt doch noch ein bisschen tiefer hinein ins Deep Web. Aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das Spiel einfach will, dass man hier die ganze Zeit klickt. Naja, wobei, es geht ja eigentlich um nichts anderes hier. Von daher, vielleicht will das Spiel es ja. Pistolen, Rifle, vielleicht Ammo? Was ist, wenn ich auf Search gehe? Projektile, Shotguns, Packages? Ne. Das auch nicht? Nope. Noch, das kann doch nicht sein. Ich weiß nur jetzt nicht, wie lange wir durchhalten müssen. Ich habe echt die Luft angehalten. Ich denke, er ist weg. Oh,
war echt voll gemein. Das war so gemein. Okay. Mein Herz. Ich habe genug erstmal von Welcome to the Game. Wir haben einen Code jedes Mal nur bekommen. Vielleicht nehme ich noch eins auf, aber dann brauche ich viele Tipps von euch, falls ihr das kennt. Wieso hat er mich denn jetzt erwischt? Ich habe voll ewig gewartet mit Licht wieder anmachen. Oh, okay, Lieben. Das war also Welcome to the Game. Wenn ihr Lust habt, schaut euch doch mal die Steam-Store-Page von dem Spiel an. Es ist überhaupt nicht teuer. Ich glaube, Normalpreis 2 Euro und ist sogar reduziert momentan noch. Na gut, ihr Lieben. Also, dann bis dann. Ciao, ciao.